Das hier ist eine Arbeit eines südafrikanischen Künstlers, William Kentridge. Er lebt auch noch in Südafrika, ist selber ein Weißer und wohnt von jüdischen Rechtsanwälten, die auch Mandela schon vertreten haben. Er selber ist auch jemand, der bei Demonstrationen, wo es um Apartheid-Krieg selber mitdemonstriert ist. Und er hat hier im Grunde auch so eine Art Prozession oder Demonstrationszug gemacht. Man sieht eigentlich nur Schwarze, die aber immer irgendwas mit sich tragen oder mit sich schleppen, was irgendwas symbolisiert aus dem Leben in Afrika. Und eben, ich glaube, das gerade fragen wir, ist der Begriff halt für so ein Bier, die Gemeinschaft, ja, dabei.